keinem Golfer davor war es auch nur ansatzweise gelungen, was Tiger Woods am 16. Juni 2008 schaffte. Mit nur 32,5 Jahren siegte er bei den US Open und gewann damit seinen 14. Golf-Major-Titel. Endlose 3952 Tage später gewann Tiger Woods das wichtigste Major-Turnier am 14. April 2019, die Golf Masters von Augusta, fast 11 Jahre nach seinem Triumph bei den US Open mit inzwischen 43,5 Jahren. Sporthistorische Sensationen und sporthistorische Momente gibt es viele. Zum Beispiel als der unbekannte Weitspringer Bob Beamon am 18. Oktober 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexico City mit einem Jahrtausendsprung von 8,90 Meter die Goldmedaille gewann. Aber sporthistorische Comebacks in dieser Dimension gibt es ganz wenige. Da gab es bislang nur zwei, Muhammad Ali und Michael Jordan. Und jetzt hat den dritten großen sporthistorischen Comeback-Moment nach 3952 Tagen Durchstrecke am 14. April 2019 bei den Masters in Augusta der 43,5-jährige Tiger Woods geschafft. Tiger completes one of the greatest comebacks in Masters history, one of the greatest comebacks in sports history. He wins his fifth green jacket. Er ist wieder da. Tiger Woods hat gestern zum fünften Mal das legendäre US Masters Golfturnier gewonnen, nachdem er 11 Jahre lang kein großes Turnier mehr für sich entscheiden konnte. Damit feiert der Golfprofi ein Comeback, das lange Zeit niemand für möglich gehalten hatte. Woods hatte zwischendurch mit seinem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt und lange mit schweren körperlichen Problemen gekämpft. Der magische Moment beim Masters. Tiger Woods triumphiert zum fünften Mal. Dem 43-jährigen Amerikaner gelingt das wohl spektakulärste Comeback in der Geschichte des Golfsports. Noch nie hatte Sohn Charlie seinen Dad ein Turnier gewinnen sehen. Nach 11 sieglosen Jahren ist Woods wieder da. Hier in Augusta hat er 1997 das erste Mal gesiegt mit 21 Jahren. Stolzer Gratulant damals, sein Vater. This is meant so much to me and my family. Dieses Turnier bedeutet mir und meiner Familie so viel, und dass alle dabei waren, werde ich nie vergessen. It's something I'll never, ever forget. Ich hatte ernste Zweifel, ob ich überhaupt wieder spielen könnte, konnte ja zeitweise kaum laufen oder sitzen.
Der geschundene Körper des Leistungssportlers spielt irgendwann nicht mehr mit. Massive Rücken- und Knieschmerzen plagen Woods. Und er sorgt für Schlagzeilen außerhalb des Sports. Seitensprünge, Sexskandale, Scheidung, Medikamentenmissbrauch. Woods kometenhafte Karriere schien am Boden. Umso bemerkenswerter dieser Sieg beim Masters. Woods gelingt eine perfekte Aufholjagd. Und Amerika feiert das Comeback einer Golflegende. Das maßgeschneiderte Siegersakko, es fühlt sich wieder gut an.